Jo Leute, ich bin's wieder, euer DJ Dream, und ich heiße euch herzlich willkommen auf dem Devblog von War Thunder. Jo, wir haben es wieder mit einem Schiff zu tun, endlich, und einem nicht gerade unbekannten Schiff, wortwörtlicher Natur. Es hat eine gewisse Geschichte mit sich. Es hat ein jähes Ende gekriegt, dieses Schiff, aber es hat trotzdem eine Geschichte zu erzählen. Ja, aber ich werde euch hier nur die ganzen wichtigen Daten vorlesen und gibt so meine persönliche Meinung dazu. Ihr kennt meine Vorgehensweise. Für die, die noch nicht es so kennen, mich frisch einschalten. Wie gesagt, ich mache das immer so. Ich lese vor meine persönliche Meinung und ja, ne? Dann gucken wir mal. Also es kann sich ja noch einiges ändern, was jetzt halt so, was dem Update entspricht. Ne? Kann auch sein, dass manche Informationen zu dem Schiff hier gar nicht drin stehen. Das ist auch noch so ein Punkt. Also rechnet nicht mit allen Informationen, die hier, ne, was das Schiff so mit sich führt. So, dann geht's nach oben. Zu dem Video hier, wie gesagt, Sound kann ich nicht einstellen wegen der Musik. Die ist persönlich lizenziert gekauft von Gaijin und ich habe da kein Anrecht drauf, das also die Musik anzuschalten da. Ne, den Sound da anzuschalten. Ja. Die HMS, also HMS Hood. Ne, die imperiale Repräsentantin, ja, so kann man es echt sagen. Obwohl viele zu Hood sagen sie da eher was anderes zu, ne, Robin Hood, aber das ist, ja. So, Schlachtkreuzer Großbritannien, Rang 5 kommt das Baby rein. So, Merkmale, starke Primärbatterie, umfassender Schutz, hohe Höchstgeschwindigkeit, großes Profil, mittelmäßige Flugabwehr. Wortwörtlich. Die Geschichte ist sehr interessant, aber ich gebe euch mal einen kleinen Punkt zu dieser Geschichte etwas hinzu. Die Hood hat gegen die Bismarck gekämpft. Ja, die große, große, bekannte Bismarck. Und die Hood hat den Kampf verloren gegen die Bismarck. Die Bismarck hatte damals einen Lucky Shot gemacht auf ihren auf den Munitionsbunker von dem ganzen Teil hier. Und das ging sehr schnell dann. Also, ja. Brand, Explosion und also laut, das ist jetzt aber auch nur die Information, die über Wikipedia und andere Webseiten ich mir reingeholt haben ungefähr sind es 17% der Marinesoldaten, die da auf dem Schiff rumgewankt sind, überlebt. Wenn überhaupt, weil 17% klingt schon sehr viel, aber im Prinzip ist es doch wieder nicht so viel, weil das waren 1461 Mann auf dem Schiff. Also es haben nicht viele überlebt. Das ging einfach zu schnell, die ganze Chose. Ne? Das war wirklich absolut, boah. Hat wirklich viele Seelen mit sich gerissen. So, in War Thunder wird die HMS Hood das neue Kronjuwel sein, das Kapitän an der Spitze der britischen Hochseeflotte erwartet. Als fortschrittlichster Schlachtkreuzer, der jemals für die Royal Navy gebaut wurde, kombiniert die HMS Hood überlegene Feuerkraft mit exzellenter Mobilität, was sie zu einem der mächtigen Kriegsschiffe macht, das den britischen Kapitänen in den nächsten großen Updates zur Verfügung steht. Britischen Kapitän, naja, ja, okay. Wer bezeichnet sich hier gerne als Brite? Ich heb nicht meine Hand. Entschuldigt Leute, aber der Spaß muss sein. Wenn die HMS Hood im Rahmen des kommenden Updates ins Spiel kommt, wird sie die größte Primärbatterie mitbringen, die derzeit auf den Kriegsschiffen im Spiel zu finden ist. Ausgestattet mit insgesamt 8 381 mm, also 15 Inch Kanonen, die sich auf 4 Zwillingstürme verteilen, ist die Primärbatterie der HMS Hood in der Lage, selbst den am stärksten gepanzerten Schlachtschiffen, die derzeit die Meere in War Thunder befahren, verheerenden Schaden zuzufügen. Bis zu dem Zeitpunkt, wo die Bismarck auftaucht, dann ist das Ding hier auch am Blubbern. Darüber hinaus ergänzt die Sekundärbatterie das Schiff bestehend aus 7 4 Inch, also 702 mm Zwillingskanonen mit doppeltem Verwendungszweck, die Hauptkanonen, indem sie feindliche Zerstörer in geringer Entfernung oder ankommenden Luftbedrohungen in größerer Entfernung bekämpft. Das klingt auf jeden Fall sehr effektiv und sehr, sehr gut. Ne? Und trotzdem hat es nicht die beste Flugabwehr. Neben den schweren Geschützen ist die HMS Hood auch mit 3 8-fach 40 mm Pom-Pom, ja, diese Kanonen gibt es wirklich, Kanonen sowie 4 4-fach
Kaliber 50 Maschinengewehrtürmen, also Kaliber 50, ne, Gewehrtürmen, für den Einsatz gegen kleinere Schiffe und Flugzeuge auf kürzerer Entfernung ausgestattet. Was die Feuerkraft betrifft, so hat die HMS Hood noch einen letzten Trick im Petto. Die Kapitäne werden nämlich auch Zugang zu zwei fest installierten 533 mm Torpedowerfern haben, die auf beiden Seiten des Schiffsrumpfs unter dem Hauptdeck angebracht sind. Die kann man jetzt nicht sehen, ne? Also egal welches Bild ich euch zeige, man sieht sie nicht. Da muss man das schon in dem Spiel dann selbst machen. Auch wenn ihr Nutzen im Fernkampf mit großen Großkampfschiffen fraglich sein mag, so werden sie auch bei einem Nahkampf zweifelsohne als nützlich erweisen. Ja und nein. Die meisten Torpedos von den Briten haben leider nur eine Reichweite zwischen 5 und 6 Kilometer. Also, ja. Ihr versteht, was ich meine, ne? Ja. Da die HMS Hood als Schlachtkreuzer konzipiert ist, haben die britischen Schiffsbauer den zweiten Faktor, der diesen Kriegstyp ausmacht, nicht vernachlässigt. Die Geschwindigkeit. Ja. Ausgestattet mit Dampfturbinen, die zusammen eine Leistung von 1000, nee, nicht 1000, 144.000 Pferdestärken erzeugen, erreicht die HMS Hood eine beeindruckende Höchstgeschwindigkeit von 31 Knoten, also 57 km/h, was den Kriegsschiff eine ausgezeichnete Mobilität verleiht. Folglich muss die HMS Hood nicht unbedingt als Schlachtschiff eingesetzt werden. Stattdessen können die Kapitäne mit einem aggressiven taktischen Ansatz wählen, ob sie sich dem Vormarsch von vergleichsweise leichteren Schiffen wie Kreuzern anschließen und dies mit ihrer schweren Feuerkraft unterstützen wollen. Ja, also ich sag's mal so, die Einsatzmöglichkeiten sind hier rigoros. Sehr, sehr, sehr groß. Wir können mit dem Ding, ja, jeden Schlachtschiff, was wir im Spiel jetzt kennen, damit ordentlich zusetzen und sogar versenken. Wir können uns natürlich auch sagen, ach komm, wir machen die kleinen nervigen Zerstörer damit weg und ermöglichen unserem Team vielleicht die Möglichkeit, irgendeinen Punkt einzunehmen. Wo ich eher aber auf die Schlachtschiffe, die feindlichen, tendiere, weil die werden natürlich, also die Spieler werden mit den Dingern natürlich auch nichts anderes machen, ne, auf alles zu schießen, was möglich ist. Mit dem Ding jetzt irgendwelche Punkte einnehmen, würde ich jetzt nicht versuchen, Leute. Ja, würde ich jetzt auf keinen Fall machen. Aber krasses Teil, muss man sagen. Echt krasses Teil. Das ist noch richtige Baukunst. Ja, das ist noch richtige Baukunst. Der Schutz der HMS Hood mag auf den ersten Blick recht umfangreich erscheinen. Schließlich ist das Kriegsschiff von einem 305 mm dicken Panzergürtel umgeben, der sich über alle Sektionen erstreckt. Oh Gott, Deutsch. Die wichtige Schiffskomponente enthalten. Ein genauerer Blick auf die Panzerung der HMS Hood zeigt jedoch, dass diese dicke Gürtelpanzerung nur einen kleinen Bereich um die Wasserlinie herum abdeckt, während die Bereiche darüber und darunter eine viel dünnere Panzerung von, ja, wie gesagt, hier 3 bis 7 Inch, also 76 mm bis 177 mm aufweisen. Ja, aus diesem Grund. Hätten sie es komplett, die 305 hier komplett rundherum gemacht, wäre kein Schuss, kein einziger Schuss auf jeden Fall von der Bismarck da in die Munitionsdepot reingekommen. Ja. Andererseits sind die Türme und die Kommandantenturm des Schiffs mit einer Panzerung von 381 mm bzw. 279 mm gut geschützt, sodass sie in der Lage sind, feindliches Feuer wirksam zu absorbieren. Schließlich besteht die Besatzung der HMS Hood aus 1418 Matrosen. Entschuldigung, dass die Zahl, die ich vorhin gesagt habe, war ein bisschen falsch. Matrosen und Offizieren. Mit einer großen Besatzung ist die HMS Hood in der Lage, auch bei längeren Gefechten im Kampf zu bleiben, sofern der Gegner nicht einen Glückstreffer landet. Da müssen Sie es unbedingt wieder sagen. Dieses Wort hier, Glückstreffer. Dieses Wort, ja, bezieht sich extra auf den Glückstreffer von der Bismarck. Ne? Bezieht sich wirklich auf den Glückstreffer damals von der Bismarck. Wer sagt, der Treffer ging hier genau in diesen Bereich rein. Also ihr seht ja hier, wo der grüne Bereich ist, das ist hier diese Panzerung und darüber hinaus ist die etwas schwächere Panzerung. Ne? Also hier 305, ne? Ganz dünn und hier genau in diesem Bereich. Und da ist auch die Munition
Und das kam so gut, dass er, boom, ne, komplett, also die Explosion war enorm. Dieser große Bereich war sofort vernichtet oder besser gesagt sehr ziemlich stark beschädigt oder zerstört. Und das Schiff sank. Ne? Und viele, viele Marine, also viele Leute haben es halt einfach nicht geschafft, da wegzukommen. Ne? Die Explosion war wirklich brachial. Also das, was ich niedergeschrieben gelesen habe, ich musste mir hier die englischen Texte das von überlebenden Matrosen übersetzen. Zumindest haben das mal Überlebende beschrieben. Und wir wissen, Übersetzer sind auch nicht mehr so top, aber es muss wohl sehr brachial gewesen sein. Ne? So, die Mighty Hood, auch so genannt, also wird auch Mighty Hood eher genannt, wird bald in den Spielhäfen anlegen und auf erfahrene Thunder-Kapitäne an der Spitze der britischen Hochseeflotte im nächsten großen Update warten. In der Zwischenzeit solltet ihr euer Fernglas bereithalten und den Horizont nach weiteren Neuigkeiten absuchen. Ja, den Rest brauche ich nicht vorsitzen. Es gibt hier auch keine extra großen Schiffe, mit denen man das schnell erforschen kann. Leider. Da, ne? Leider, leider. Ja, Leute, dann würde ich mal sagen, freuen wir uns auf dieses brachiale Monster, wortwörtlicherweise. Also, ist erstmal so, bis die Bismarck in das Spiel reinkommt, wird dieses Ding hier auf jeden Fall die Hochseeflottenschlachten sehr, sehr spannend und gefährlich machen. Sehr, sehr. Ich freue mich trotzdem auf das Ding. Obwohl ich persönlich auch sagen muss, scheiße, ich schipper gern die Deutschen, aber das Ding kann mir ganz schön zusetzen. Also, ja, schauen wir mal, wie es wird, ne? Schauen wir mal. Gut, dann, ihr seid informiert. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal ein Like oder ein Abo da. Und ansonsten, ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag und viel Spaß in War Thunder, viel Spaß beim Zocken und ja, bis dann, Leute. Ciao.